Die mehrmalige Auszeichnung ist zuerst einmal hier keine Ausnahme, sondern man findet sie oft und das ist ein Dokument dafür, dass diese Unternehmen nicht stehen bleiben. Man merkt die Kontinuität. Die sind ständig dabei, obwohl sie gut sind, sich weiterzuentwickeln. Also Innovation ist nichts, was man hat. Es ist ein Prozess, bei dem man ständig dranbleibt. Und das zeigt sich einfach dann. Ja, schon Albert Einstein hat gesagt, die Probleme von morgen lassen sich nicht mit der Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und wenn wir auf die großen Probleme gucken, die vor uns liegen, der Klimawandel, die Mobilitätswende und ähnliche Dinge von dieser Dimension, dann brauchen wir Leute, die alte Denkweisen hinterfragen und neue Fragen stellen. Und es braucht Mut und Risikofreude zu Innovationen. Und ich finde, diese Mutmacherinnen und Mutmacher, die müssen wir viel häufiger ins Rampenlicht stellen. Die Innovationsbilanz zeigt den konsequenten Innovationsfokus in Bezug auf Führung und Strategie, Prozesse und Strukturen, Klima und Kultur und der Offenheit nach außen. Kernmikrotechnik ist in vorbildlicher Weise auf Innovation ausgerichtet. Ja, und auch ich gratuliere zu dieser ganz fantastischen Leistung. Herzlichen Glückwunsch.